Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Simone, ich bin die Strickerin hinter diesem Account auf YouTube. Ihr findet mich aber auch auf Ravelry und auf Instagram, da habe ich euch meinen Namen unten in der Infobox verlinkt. Und ja, fangen wir doch einfach mit dem heutigen Video an. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht, gekommen, was auch immer. Und euch geht soweit gut. Ich weiß, das letzte Video ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Ich wollte ja eigentlich nochmal was anderes drehen und auch hochladen. Das Ganze ist dann aber nicht so gekommen, weil dann der vorweihnachtliche Stress kam und zusätzlich hatten wir Corona zum ersten Mal. Also nach fast 4 Jahren hat es uns dann auch erwischt und mir ging es jetzt wirklich auch sehr lange gar nicht gut. Aber endlich ist meine Lust zu stricken wieder zurück und auch ja, meine Energie, um Videos zu drehen. Und ich habe heute auch gleich was ganz Großes mit im Gepäck für euch, dich. Ich weiß immer nicht, ob ich hier mehrere ansprechen soll oder eine Person, deswegen gewöhnt euch dran, ich werde da immer wechseln. Aber ja, für heute gibt es was ganz Großes. Nämlich ein Video, wo ich meine Neujahrsvorsätze, meine Strickpläne und meine Challenges für 2024 zusammenfasse, die ich geplant habe, weil die alle irgendwie miteinander verwoben sind. Und ja, falls sich solche Formate interessieren, lass es mich gerne wissen in der Infobox oder indem du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Und fangen wir einfach an. Heute wird es tatsächlich sehr theoretisch und ich habe super viel zu erzählen. Ich musste mir auch einen Notizzettel schreiben, damit ich nichts vergesse. Aber ja, was sind meine Strickziele, Strickpläne für 2024? Und fangen wir einfach einmal damit an, dass ich meine UFOs abarbeiten werde. Ganz konsequent und strukturiert. Und das ist jetzt einfach an der Zeit. Ich habe es nämlich in den Podcasts ganz großkotzig immer wieder erwähnt. Ja, ich werde jetzt all meine UFOs und WIPs abarbeiten und dann ja mit ganz möglichst wenigen ins neue Jahr starten. Und aber so ist es natürlich nicht gekommen und ich habe aus dem alten Jahr circa 10 Projekte mitgenommen. Also ich glaube, die Dunkelziffer ist wesentlich höher, aber das waren die Projekte, die mir wirklich spontan eingefallen sind, die noch auf den Nadeln sind oder die ich eben beim Überblicken finden konnte. Und das ist schon, ja, belastend. 10 Projekte. Und es sind halt nicht nur kleine Projekte, sondern da ist auch die Jenny Jacket unter anderem dabei, die mich schon seit 2022 begleitet. Und auch noch das ein oder andere Sommertop, ein Kinderpullover und was weiß ich. Und da habe ich wirklich gut zu tun. Und ich muss die jetzt einfach mal wirklich nach und nach fertig arbeiten und reduzieren. Und ich habe mir natürlich dafür Regeln aufgestellt. Und meine Regeln werden sein, dass ich das Ganze reduzieren werde bis auf 2 Projekte. Also ich werde jetzt konsequent nur an meinen UFOs und WIPs arbeiten, bis von denen 2 übrig sind. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht vielleicht alle fertig mache, aber ich möchte das auch durchhalten. Und ich glaube, wenn ich mir von Anfang an so ein strenges Ziel setze, dass ich dann nicht so motiviert bin. Und das ist irgendwie so ein kleiner Lichtblick am Horizont, dass ich weiß, ich kann 2 Projekte hinausschieben, aber nicht bis ins Unendliche, sondern die sollen auch vor Jahresende fertig werden. Aber ich glaube, es ist einfach so ein super Weg, jetzt zu sagen, ich räume das jetzt auf, ich mache es am Jahresanfang so weit wie möglich weg. Und ich habe aber eben dieses Schlupfloch, beziehungsweise ja, diesen kleinen Bonus, dass 2 Projekte einfach nur bis Jahresende fertig werden möchte. Ich habe mir jetzt zum Abarbeiten der UFOs und WIPs kein wirkliches Zeitlimit gesetzt, sondern ich werde die jetzt einfach nach und nach abarbeiten und wenn ich fertig bin, bin ich fertig und erst dann darf ich neu annadeln. Und ich habe mir zwar Gedanken gemacht, ob ich mir ein Zeitlimit setze, aber das ist gerade super schwierig, da ein realistisches Datum für mich zu finden, einfach weil ich jetzt im Januar unter anderem mehr arbeiten werde. Ich habe meine Arbeitsstunden erhöht. Außerdem beginnt die Klausurenphase in der Uni. Und ich muss ja mich jetzt immer mehr mit dem Thema Masterarbeit beschäftigen. Also jetzt erstmal so ein Thema festlegen und dann im März auch mit dem Schreiben anfangen. Und dann möchte ich mir nicht einfach, ja, nicht einfach, ich laber schon wieder Quatsch. Ich möchte mir nicht Druck mit einem Hobby machen. Das hat keinen Mehrwert und deswegen werden jetzt einfach die UFOs abgearbeitet, bis 2 übrig sind. Es dauert so lange, wie es dauert. Und danach darf ich wieder neu annadeln. Ich habe mir aber auch so ein paar Ausnahmen überlegt, in denen es Ordnung wäre, wo ich was Neues annadel. Und das sind die Fälle von Geschenkestrick und Teststricks. Geschenkestricks, finde ich, müssen sein zwischendrin. Also manchmal kommt es halt einfach und man möchte jemanden beschenken, sei es, es wird ein neues Menschlein geboren oder
ein Herzensmensch hat Geburtstag und ich finde, da ist es in Ordnung, wenn man was Neues annadelt. Vor allem, man hat da ja auch einen Zeitdruck dahinter. Das heißt, die Projekte werden in der Regel ganz schnell fertig und verschenkt und deswegen werden die ja auch gar kein UFO. Und deswegen finde ich, in solchen Fällen ist es erlaubt. Mit den Teststricks, da muss ich ein bisschen strenger sein. Ich möchte mir die nicht komplett verbieten, weil ich einfach auch ganz viele Freundinnen habe, die eigene Designs rausbringen. Und die möchte ich natürlich nicht nur durch Erwähnungen oder Repostings unterstützen, sondern zum Teil auch mit meiner Nadelkraft, indem ich sage, hey, ich möchte für dich Teststricken. Und deswegen, Teststricks sind erlaubt, aber da möchte ich es halt auch nicht übertreiben. Und zum Glück ist es ja jetzt auch so, dass meine akademische und beruflicher Teil des Lebens, dass es da jetzt einfach in den nächsten Monaten auch knackiger wird. Das heißt, es ist auch gar nicht vernünftig, sich ganz viele Teststricks hier anzuhäufen, weil ich damit einfach nur Stress erzeugen würde in einem spaßigen Teil meines Lebens und das hat jetzt einfach keinen Mehrwert. Das heißt, ich muss vernünftig bleiben, gezwungenermaßen, damit ich einfach meine Uni und meine Arbeit nicht vernachlässige und auch vernünftig bleiben für mein Ziel hier, meine UFOs abzuarbeiten. Deswegen, Teststricks sind erlaubt, aber nur in geringen Mengen und auch wirklich nur für Herzensprojekte, also sei es jetzt Teststricken für Freundinnen oder Designer, die ich wirklich schon seit langem verfolge und wo ich ein riesen Fan bin oder wo ich vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit für geteststrickt habe. Aber das wären die Ausnahmen. Und um mich auch noch mal so ein bisschen mehr zu motivieren, das auch wirklich durchzuziehen, habe ich mir auch Gedanken gemacht, was für einen Vorteil oder Benefit hat es für mich, wenn ich jetzt meine UFOs abarbeite. Und da muss ich jetzt auf die Liste gucken, damit ich hier auch nichts vergesse. Falls dir noch was einfällt, Benefit, teile es gerne mit mir. Du kannst mir aber auch gerne sagen, warum solche Aktionen für dich gar nicht in Frage kommen. Ich bin da super interessiert, jeder ist da individuell. Und ich finde es einfach auch immer super interessant, so ein bisschen Einblick in das Strickleben von anderen zu bekommen. Aber ja, hier jetzt meine Vorteile, die ich hinter dieser Aktion für mich sehe. Das ist natürlich super individuell. Und als erstes ist mir eingefallen, ich schaffe es endlich, Nadeln und Nadelseile aus alten Projekten zu befreien. Rein theoretisch habe ich eigentlich super viele Nadelseile und Nadeln. Ich habe insgesamt 3 Nadelsets. 2 davon habe ich mir selber gekauft, einmal in Holz und Metall. Und ich habe ein 2. Metallset bei einem Gewinnspiel gewonnen. Und ich habe sogar nochmal separat Nadelseile nachgekauft, weil ich da irgendwie Mangel hatte. Aber es sind, rein theoretisch habe ich wirklich sehr, sehr viele Nadelseile. Und ich bräuchte auch nicht mehr. Aber mit 10 UFOs, die halt da rumliegen, blockieren die einiges an Nadelseilen und Nadeln. Und deswegen war es jetzt in den letzten Monaten auch manchmal schwierig, was Neues anzunadeln. Beziehungsweise habe ich die Nadeln aus anderen Projekten rausnehmen müssen. Und das mache ich immer nicht so gern, weil ich bin auch nicht so gut im Notizen machen zu meinen Strickprojekten. Das heißt, ich vergesse auch gerne mal, in welcher Nadelstärke ich was gestrickt habe. Aber ja, deswegen möchte ich das in Zukunft anders machen, aber dafür muss ich ja erstmal Nadelseile und Nadeln befreien. Dann das nächste große, der nächste große Vorteil ist, dass ich Projekte auch fertigstelle. Das heißt, ich schaffe mir damit super viele Glücksmomente, weil ich bin immer super stolz und happy, wenn so ein Strickprojekt endlich fertig wird und ich kann es waschen und spannen und anziehen oder verschenken. Und ich finde, das ist irgendwie was, worauf ich mich freue, dass ich, wenn ich jetzt diese ganzen Strickprojekte fertig habe, dass ich damit super viele Glücksmomente in den nächsten Monaten haben werde, weil ich jetzt ja einfach, ich habe super viele Projekte, die angefangen sind. Das heißt, ich muss nicht so lange daran stricken, bis sie fertiggestellt sind. Das heißt, ich komme schneller zu diesem Glücksgefühl. Und ja, das heißt, ich werde einfach in den nächsten Monaten ganz häufig strickbedingt Grund haben, glücklich zu sein. Und dann ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, ich reduziere einen Stressfaktor bzw. schaffe Ordnung. Ich bin jemand, der schon einen Ordnungsbedarf hat, sich aber in manchen Bereichen schwer tut, Ordnung zu halten. Und einer dieser Bereiche ist das Stricken bzw. Thema Wolle. Projekte, an denen ich stricke, müssen in Griffnähe, Sofanähe sein und ich muss sie einfach hochheben können und weiter stricken können. Sonst vergesse ich die und habe dann auch wirklich keine Lust drauf. Das hat aber auch zur Folge, dass vor dem Sofa, auf dem Couchtisch, auf dem Sofa, auf dem Esstisch überall Strickprojekte liegen, weil ich ja an denen in der Theorie aktiv arbeite. Aber das nimmt natürlich auch super viel Platz weg und sorgt dafür, dass es unordentlich ausschaut. Und das nervt mich. Vor allem,
wenn ich dann halt das aufräumen muss, beziehungsweise schnell verräume, verheddert sich es und es wird einfach noch schlimmer als davor. Und deswegen, wenn ich es schaffe, meine Zahl an Projekten zu reduzieren, schaffe ich auch mehr Ordnung, weil einfach nicht so viel rumflattert. Und wie gesagt, ich nehme auch so einen Stressfaktor raus, weil zum einen diese Unordnung, wollbedingt, sorgt für ein blödes Gefühl bei mir, aber halt eben auch dieser Hintergedanke, Mensch, eigentlich ist es unvernünftig, das jetzt anzunadeln, weil du hast hier noch das und das auf den Nadeln und das müsste auch mal fertig werden. Das ist ja eigentlich voll schade, dass das schon so lange in der Ecke liegt. Und wenn ich jetzt es wirklich schaffe, die UFO-Anzahl zu reduzieren, weiß ich auch, dass dieses blöde Gefühl weniger wird, beziehungsweise hoffentlich auch ganz weggeht. Und ja, das ist mein erstes großes Vorhaben für 2024 und da finde ich es schon mal auch einschüchternd, dass ich natürlich nicht weiß, wie lange ich damit beschäftigt werde. Also rein faktisch wird es mich ja das ganze Jahr beschäftigen, weil ich ja sage, ich erlaube es mir, zwei Projekte bis also auf die ganze Jahresdauer fertigzustellen. Aber der Großteil soll ja trotzdem jetzt zum Jahresanfang fertig werden. Aber ich kann halt noch gar nicht vorhersehen, wie lange das jetzt schlussendlich dauern wird. Aber damit hört es natürlich nicht auf, sondern ich habe mir noch mehr vorgenommen für dieses Jahr. Und das nächste Vorhaben ist das Thema Stash reduzieren, Schrägstrich Wollkaufverbot. Ich stricke ja schon das ein oder andere Jahr. Ich glaube, 2017 habe ich stricken gelernt. Und ich habe über die Jahre einiges an Wolle angehäuft, geschenkt bekommen, getauscht und so weiter. Und es nimmt halt wirklich viel Platz weg. Und es nervt mich auch, weil mein Stash in 1000 Ecken verteilt ist und ich das so nicht gut finde. Und ich möchte eigentlich eine schöne Strickecke haben, aber das geht nicht, weil ich so viel Wolle habe. Und irgendwie kaufe ich die Wolle schneller ein, als dass ich sie verstricke. Ich weiß nicht, ich glaube, das kennt jeder. Und ich möchte einfach auch mein Stash reduzieren. Vorab, jede Stash-Größe ist in Ordnung, solange man sich damit wohlfühlt. Und es gibt bei Stash-Größe gibt es kein richtig, falsch, zu wenig, zu viel, sondern es muss halt einfach individuell zu einem passen. Und das stimmt aber halt einfach bei mir nicht mehr, sondern ich fühle mich nicht mehr wohl mit meinem Stash und es überfordert mich. Und ich möchte eigentlich, dass alles in ein Regal passt. Und das ist mein Ziel, wo ich mehr oder minder jetzt demnächst hinarbeite. Aber ich habe das natürlich auch so gesteckt von den Regeln her, dass es realistisch ist für mich, dass ich das schaffe und dass ich mir da auch nicht den Spaß rausnehme. Und das hat aber natürlich auch mehrere Gründe, warum ich dieses Wollkaufverbot mir noch zusätzlich erlegt habe. Wie gesagt, ich bin Studentin. Ich habe jetzt nicht hier unendlich viel Budget für mein Hobby zur Verfügung. Und es ist halt auch einfach gerade nicht sinnvoll, mehr Geld für Wolle auszugeben, wenn ich schon so viel habe. Sondern ich brauche dieses Geld dieses Jahr für andere Dinge. Zum Beispiel habe ich mehrere Konzerte geplant, zu denen ich mit einer Freundin hingehen möchte. Und ich muss mir da natürlich auch den Transport hin finanzieren und auch zurück. Aber eben auch Thema Unterkunft, Essen, Verpflegung. Das muss ja irgendwie alles auch bezahlt werden. Und ich glaube, das fällt mir einfacher, wenn ich das Geld von einem anderen Hobby dann dafür hernehme. Und deswegen Thema einfach Geld sparen. Ich erhoffe mir natürlich auch von der Aktion, dass ich, wie gesagt, Platz schaffe und Ordnung schaffe, weil weniger Dinge sind einfacher ordentlich zu halten als viele. Und ich möchte mich auch wieder verlieben in meinen Stash. Weil es ist immer so, das, was man neu hat, das ist einfach super interessant und man freut sich drüber und vergisst, was man eigentlich schon hat. Und ich habe so ein Wollkaufverbot 2022 schon mal gemacht und es lief wirklich super. Und ich habe auch gemerkt, irgendwie kommen da wieder Gefühle für mein Stash auf. Also obwohl ich mich davor gar nicht für ihn interessiert habe, indem ich mich dann limitiert habe und habe gesagt, hey, ich kaufe nichts mehr, sondern ich stricke, was ich habe, habe ich mich wieder verliebt in mein Stash. Und ich bin auch nochmal 1000-mal kreativer geworden, habe mir richtig coole Projekte rausgesucht. Und das war irgendwie ein total schönes Gefühl, wieder glücklich zu sein mit dem, was man hat. Und manchmal muss man sich halt einfach zu dem Glück zwingen. Und das erhoffe ich mir, wie gesagt, eben auch davon. Und auch das Thema negative Gefühle loswerden, also hinsichtlich Ordnung halten. Und was ich auch in den letzten Monaten gemerkt habe, ist, dass mich die Auswahl überfordert. Ich habe einfach viel zu viele Projekte, für die ich Wolle zu Hause habe. Und ich weiß immer gar nicht, was ich davon als nächstes stricken soll, beziehungsweise weil die Wolle auch schon so lang lag,
gefällt mir das Projekt nicht mehr und es sorgt halt einfach für so ein Gefühl der Überforderung. Weil ich habe die Wolle da und ich möchte sie trotzdem nutzen. Das heißt, ich fange dann an, auf Ravelry zu gucken, wofür würde die Wolle noch passen. Und dann suche ich Stunden über Stunden über Stunden und bin aber irgendwie doch nicht ganz zufrieden, weil jetzt gefällt mir das Projekt und die Wolle, die ich zu Hause habe, ja, die wäre vielleicht in einer anderen Farbe doch besser gewesen. Und das ist halt ein blödes Gefühl und das möchte ich irgendwie nicht mehr für mich. Und deswegen tue ich mir ja auch da den Gefallen, wenn ich mein Stash dauerhaft schaffe zu reduzieren und dann vielleicht in Zukunft es mir erlauben kann, dass ich dann die Wolle bestelle, wenn ich ein Projekt habe, in das ich mich verliebt habe und sofort annadeln kann. Und ich dachte mir, was auch super interessant sein kann, für alle, die sich auch für so ein Wollkaufverbot interessieren beziehungsweise das irgendwie machen möchten, dass man vielleicht auch mal aufzeigt, welche Arten von Wollkaufverbot oder Restriktionen. Ich finde immer, Verbot klingt so hart, weil man darf das nicht und das ist so ein böses Wort, aber mir fällt da jetzt auch keine Alternative ein. Ich weiß, dass Lydia von Lydia Rhabarber mit den Begriffen in und out arbeitet, also weniger kaufen ist in zum Beispiel. Aber ja, ich habe es jetzt einfach, ich nenne es jetzt weiter Wollkaufverbot, weil mir erstmal nichts anderes einfällt. Und da gibt es mehrere Modelle, die ich kenne. Falls dir noch was einfällt und du meine Liste ergänzen möchtest, gerne her damit in den Kommentaren. Aber das wohl bekannteste Modell ist, ich kaufe nichts mehr bis Stichtag XY. Also da habe ich super viel über die Jahre auf Instagram mitbekommen, wo Leute gesagt haben, hey, ich kaufe jetzt einfach in dem ersten Monat des Jahres kaufe ich nichts oder ich kaufe bis zu meinem Geburtstag nichts oder ich kaufe nichts bis zu der und der Wollmesse. Und wenn das für einen funktioniert, ist es eigentlich super, weil man hat natürlich so einen Stichtag, auf den man hinfiebern kann, was das Ganze auch überschaubar macht. Dann ein anderes Modell, das es gibt, ist, ich verstricke alles aus Schublade oder Kiste, bis es restlos aufgebraucht ist. Und das finde ich ist auch eine coole Sache, weil da hat man den großen Vorteil, man sieht seinen Fortschritt auch visuell. Also man spart Geld, weil man nichts Neues kauft und man arbeitet gleichzeitig mit dem, was man hat. Und von so einem Modell bin ich generell ein Fan, weil ich finde, ich kaufe bis Stichtag XY nichts mehr. Ist halt einfach nur diese Challenge, ich kaufe nichts mehr. Aber man arbeitet ja auch nicht aktiv mit dem, was man hat. Und bei dem Modell, ich stricke alles aus dieser Kiste leer, hat man irgendwie einfach nochmal mehr davon, weil man auch den Stash wirklich gezielt verkleinert. Dann gibt es auch das Modell, dass man sagt, ich verstricke einfach die und die Projekte und wenn ich mit denen fertig bin, kann ich mir neue Wolle kaufen. Oder so werde ich es machen. Ich sage, ich verstricke eine bestimmte Knäuelanzahl und wenn ich das geschafft habe, erlaube ich mir Neukäufe. Und ja, was ist da jetzt die Zahl, die ich mir vorgenommen habe? Ich habe das 2022 schon mal gemacht und da bin ich mit 50 Knäuel ins Rennen gegangen. Und 50 Knäuel war damals schon mal eine Riesenzahl und man denkt immer, ja, das hat man gar nicht. Aber ich bin wirklich super schnell damals auf 50 Knäuel gekommen. Und um mir das einfacher zu machen, habe ich einfach projektspezifisch angefangen, die Knäuel erstmal rauszulegen, um mir einen Überblick zu verschaffen, was habe ich eigentlich in meinem Stash. Und was davon kann ich relativ mühelos eigentlich abarbeiten? Und so bin ich damals auf die 50 Knäuel gekommen. Und das hat mir auch super geholfen 2022. Aber ich habe das Gefühl, seitdem ist mein Stash nochmal immens gewachsen. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich setze mir diesmal ein größeres Ziel. Und ich sage einfach, ich verstricke 75 Knäuel, bis ich neue Wolle kaufen darf. Und ich habe auch diesmal habe ich mir die Wolle rausgesucht, die ich verstricken möchte, projektspezifisch, und ich bin auf 90 Knäuel gekommen. Also, ich denke, es ist machbar, auf alle Fälle. Also, ich habe mir selber bewiesen, es ist machbar und ich kann genügend Projekte stricken aus meinem eigenen Stash und habe dafür alles da, was ich brauche, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal so ein paar Sachen, die da dabei sind, die ich verstricken möchte, wenn ich neu annadeln darf. Und ja, fangen wir da einfach mal kurz an. Ich lege mal meinen Zettel auf Seite. Und ich bin da so ein bisschen strategisch vorgegangen, weil es sind natürlich auch so ein bisschen die Strickpläne für 2024. Und ich habe mir da auch Gedanken gemacht, was möchte ich dieses Jahr eigentlich stricken? Beziehungsweise ich muss auch darauf achten, dass ich ja vielleicht für alle Jahreszeiten Strick bzw. Wolle dabei habe und auch genügend kleine Projekte. Und fangen wir einfach mal bei diesen kleinen Projekten an. Ich habe gleich mal 2 Knäuel handgefärbte Sockenwolle mit in die Kiste getan.
für Socken tatsächlich, weil ich muss für die Uni häufiger pendeln und da ist es immer ganz super, wenn ich einfach ein kleines Projekt dabei habe und deswegen habe ich mir schon mal 2 Knäuel für Sockenwolle auf Seite genommen. Ich muss mal überlegen, wo ich die hinschmeiße. Und als nächstes habe ich hier die Pasquale Pinta in einem wunderschönen Weinrot. Und das soll die Camisole Nummer 7 von My Favorite Things Knitwear werden. Die steht auch schon ultra lang auf meiner Knitlist. Und ich habe letztes Jahr auf der Wollmesse in Leipzig, habe ich hier die Pasquale Pinta bekommen für einen Spottpreis. Das sind noch die 100 Gramm Knäuel. Inzwischen wurde das umgestellt und die gibt es nur noch in 50 Gramm Knäuel. Und das 50 Gramm Knäuel ist kostengrammtechnisch teurer geworden als das 100 Gramm Knäuel. Und weil es auf der Messe war, gab es sie halt eben super günstig im Angebot. Und ich habe mich so drüber gefreut, weil es einfach die perfekte Farbe ist für die Camisole. Und somit habe ich eben auch einen Sommerstrick dabei. Ich habe außerdem auch nochmal 3 Knäuel von der Knitting for Olive Cotton Merino mit reingenommen. Die habe ich auch schon lange in meinem Stash. Und da habe ich aber noch kein konkretes Projekt für. Ich dachte mir einfach, ich tue es mal mit rein. Dann habe ich noch einen zweiten Sommerstrick, den ich machen kann, wenn ich Lust habe. Oder eben auch genügend andere Sachen, für die ich das nehmen könnte, jetzt rein theoretisch. Aber da wollte ich mir noch eine Option offen halten. Also da gibt es noch kein konkretes Projekt für. Dann auch ein ganz großes Thema, was ich vor mir lange hergeschoben habe. Und ich weiß, ja, doch, ich weiß warum, aber es ist super schade, ist das Thema Colorwork. Ich finde Colorwork so schön und ich glaube, wenn ich Colorwork kann, fühlt sich das an, wie als wäre, hätte man ein neues Stricklevel erreicht. Oder es ist ja das Erreichen eines neuen Stricklevels, aber mir stehen dann noch auf einmal so viele neue Anleitungen zur Verfügung und Projekte, die ich machen kann. Und deswegen möchte ich dieses Jahr unbedingt Colorwork stricken und das einfach auch lernen und üben. Und ich habe mir vor etlichen Jahren, ich glaube, das ist auch schon 4 Jahre mindestens her, habe ich mir Wolle von Drops bestellt. Das ist jetzt nicht alles für dieses Projekt, nur ein Bruchteil in Brauntönen. Und zwar gibt es von Drops eine Anleitung für einen Pullover mit Colorwork hier oben am Passé. Und ich finde es so schön, weil es einfach so ein... Entschuldigung, ich muss husten. Okay, geht wieder. Es ist halt einfach so ein kleines Colorwork-Detail oben an der Passé und es schaut so, so schön aus. Und ich habe mich in dieses Design verliebt und ich liebe es auch nach wie vor. Ich habe mich bloß bisher noch nicht rangetraut, weil ich einfach kein Colorwork gestrickt habe. Und ich dachte mir, vielleicht gebe ich mir einfach dieses Jahr den Schubs und packe die Wolle für dieses Projekt mit in diese Kisten. Und vielleicht ist dann ja einfach nochmal der Ansporn viel größer, endlich Colorwork auszuprobieren. Dann, es hört noch nicht auf. Wie gesagt, es sind 90 Knäuel, also es sind einige Projekte. Dann machen wir einfach hier mit weiter. Ich glaube, das ist einer der neuesten Wollzugänge auch. Ich habe bei Garner einen Woll-Adventskalender in dem Gewinnspiel gewonnen. Und dieser Woll-Adventskalender war eigentlich ein Strickset für ein Projekt meiner Wahl. Und ich habe als Strickset den Storm-Sweater von Petite Knit ausgewählt, aber schon in dem Wissen, dass ich nicht den Storm-Sweater daraus machen möchte. Ich finde ihn zwar schön, ich habe aber das Gefühl, es ist jetzt kein Teil, was ich in meiner Garderobe benötige. Und deswegen habe ich schon von Anfang an geplant, ich werde die Wolle für was anderes verwenden, nämlich für eine Strickjacke fürs Büro. Ich friere nämlich bei uns im Büro, wenn ich auf Arbeit bin, immer. Und die Strickjacken, die ich bisher habe, finde ich, haben nicht so gut zu meinen Arbeitsoutfits gepasst. Und deswegen möchte ich mir eine ganz schlichte Strickjacke stricken. Aber ich weiß noch nicht, was es werden soll. Neulich war ich dann wieder dabei, dass ich daraus vielleicht den April Cardigan von Petite Knit machen könnte. Ich habe aber beim Rauskramen der Wolle vorhin, habe ich gemerkt, dass ich genügend Knäuel hätte und rein theoretisch sogar den Agnete Cardigan machen könnte. Aber ist ja noch lang hin, bis ich wieder neu anladen darf. Und ich glaube, bis dahin werde ich mich dann auch festgelegt haben. Vielleicht wird es auch was ganz anderes. Und weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes weitermachen soll. Hier. Auch etwas, was schon länger beim Stash ist. Knitting for Olive Merino und das passende Mohair dazu in der Farbe Bordeaux. Ich habe mir das von meinem Ehemann zu meinem Geburtstag gewünscht und habe die Wolle in 2022 bekommen. Das ist jetzt dann also auch schon 1,5 Jahre her und ich habe immer noch nicht damit gestrickt. Und ich wollte ursprünglich den Sweater Nummer 15 machen und ich wollte den auch 2023 Weihnachten als Weihnachtsstrick machen, weil ich die Farbe und ich finde, die ist einfach super weihnachtlich und ich finde auch Zopfmuster passt gut in die Winterzeit. Aber ich bin nicht dazu gekommen und ich möchte aber den Pulli trotzdem immer noch wahnsinnig gerne stricken und deswegen durfte die Wolle eben mit in die Challenge sozusagen wandern. Und es geht in Weinrot weiter. Ich habe auch noch mal ganz viel Avetta und Alba in Dunkelrot und das soll ein neuer Ballon-Cardigan werden. Ich trage meinen Ballon-Cardigan ultra gerne
Und ich hatte den für eine Weihnachtsfeier an und wir waren nach der Weihnachtsfeier noch auf dem Weihnachtsmarkt. Und das Problem war, dass wir von sehr starkem Regen überrascht worden sind und meine Jacke nicht unbedingt wasserabweisend war. Und ich bin nass geworden. Und das Problem ist, dass ich ja unten drunter diesen Wollcardigan anhatte, der auch nass geworden ist. Und ich habe mich dann aber noch bewegt. Und deswegen ist mein Cardigan jetzt stellenweise verfilzt und es sieht einfach blöd aus und es fühlt sich auch blöd an beim Tragen. Und ich glaube auch nicht mehr, dass ich den retten kann. Aber ich habe den wirklich super, super gerne getragen, weil ich die Ballonärmel vor allem so gerne mochte und auch eben diesen etwas kürzeren Schnitt am Körper. Und ich habe da einfach Bedarf für einen neuen. Und ich glaube, da ist die Aveta und die Alba sind eine gute Wahl für. Und es hört noch nicht auf. Zwei Projekte kann ich noch zeigen, für die ich Wolle da hätte. Und das wäre einmal die Drops Lima und das passende Mohair dazu. Und dann möchte ich einen Slipover draus machen. Ursprünglich habe ich die Wolle gekauft, weil ich den Swirl Slipover von den Twin Knits machen wollte. Und ich finde ihn nach wie vor schön, aber ich bin neulich über den Holman Slipover gestoßen. Ich weiß jetzt aber den Namen der Designerin leider nicht. Und den finde ich auch sehr schön. Das heißt, auch für die Wolle gibt es wieder zwei Optionen, die ich stricken kann, aber es wird auf alle Fälle ein Slipover. Und sorry, ich muss kurz einen Schluck trinken. Ich habe gerade so Hustenreiz. Okay, ich glaube, jetzt geht's wieder. Und dann habe ich noch, das ist jetzt aber das Letzte, Drops Charisma, ganz, ganz viele Knäuel. Ich wollte ursprünglich den Bernie Cardigan von Clarissa Shalom draus machen. Und ich finde den nach wie vor wunderschön, aber ich glaube, dass ich mit dem Sitz nicht zufrieden sein könnte. Also ich mag das Zopfmuster, ich mag sowieso alle Designs von Clarissa Shalom und ich habe aber noch nie was von ihr gestrickt. Und es war zwischen dem Bernie Cardigan und mir Liebe auf den ersten Blick. Und auf den zweiten Blick sind mir dann Sachen aufgefallen. Nämlich, dass die Raglan-Zunahmen so ein bisschen langsam passieren und der Cardigan einen sehr tiefen V-Ausschnitt hat. Und ich habe eher rundere Schultern und deswegen befürchte ich, wenn ich den Cardigan trage, wird er mir andauernd von den Schultern rutschen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das stört mich. Und deswegen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den tatsächlich stricken werde. Also ich habe schon mal geguckt, ob ich alternativ irgendwelche Anleitungen finde. Aber mir ist da jetzt noch nichts konkret über den Weg gelaufen, wo ich sagen kann, ja, das ist es. Deswegen halte ich mir da auch noch die Optionen offen. Aber ich liebäugle nach wie vor mit dem Bernie Cardigan. Ich muss halt mal schauen und überlegen und vielleicht ein bisschen rumfragen, ob da jemand Erfahrung hat. Aber das sind tatsächlich die Projekte, die ich dann dieses Jahr hoffentlich annadeln werde, hoffentlich auch fertigstellen werde, weil es wäre ja auch schade, wenn ich dieses Jahr gar nichts kaufen dürfte. Und deswegen werde ich mir wahrscheinlich da auch Ausnahmen erlauben, was das Kaufen angeht. Aber auch dafür habe ich konkrete Regeln aufgeschrieben. Ich hole mal wieder meinen schlauen Zettel. Also, genau. Ziel war ja, 75 Knäuel zu verstricken. Und an dieser Zahl kann gerüttelt werden, aber nicht nach unten. Sondern ich habe 2022 bei meinem ersten Wollkaufverbot gemerkt, dass ich ultra kreativ geworden bin und super beflügelt und einfach dann gestrickt habe. Und ich bin sogar über diese 50 Knäuel locker gekommen. Und ich glaube, das kann diesmal auch wieder passieren. Deswegen, wenn ich merke, hey, es läuft und ich habe jetzt auch gar nicht den Bedarf, nach diesen 75 verstrickten Knäuel neu zu kaufen, dann gehe ich halt einfach hoch und setze mir dann ein neues Ziel. Wahrscheinlich würde ich dann vielleicht hochgehen auf 90, vielleicht auch die 100. Aber da will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Also die 75 sind fix. Und ja, da schauen wir dann mal weiter, wie ich mich dieses Jahr überschlage und wie viel Zeit ich auch zu stricken habe. Dann auch wieder das Thema Geschenke, Teststricks und Wollmessen. Also Geschenke, da sage ich, ich möchte zuerst in meinem Stash gucken, ob ich was Passendes habe. Und wenn ich wirklich gar nichts finde, wo ich mir denke, hey, das passt zu dem Projekt und auch zu der Person, an die ich das verschenken möchte, dann dürfte ich was Neues kaufen. Aber die verstrickte Wolle zählt nicht in mein Ziel von 75 Knäuel. Also wenn ich da was neu kaufe, das war nicht in meinem Stash zum Jahreswechsel von 23 auf 24, es zählt nicht. Also das ist ein separates Knäuel, das ich verstrickt habe, aber es zählt nicht zur Challenge, weil ich ja damit nicht effektiv Stash abbaue. Und so werde ich das auch handhaben mit Teststricks. Also wie gesagt, Teststricks sind in bedingten Maßen erlaubt, wenn es der Fall sein sollte, dass ich dafür vielleicht Wolle gestellt bekomme oder auch Wolle selber kaufen müsste, wäre der Wollekauf erlaubt.
Aber sowohl gestellte als auch gekaufte Wolle zählt nicht in dieses Ziel von 75 Knäuel. Das wäre ja einfach nur Gemogel, wenn man ehrlich ist. Und dann das Thema Messe. Ich habe nämlich mit meinen engeren Strickfreundinnen schon drüber geredet, ob wir dieses Jahr auch wieder zusammen auf eine Wollmesse möchten. Und an sich hätten wir da schon Interesse dran, weil wir uns einfach alle wieder sehen würden. Und ich finde es da halt auch schade, weil man da ja extra hinreist, sowieso auch meistens einen Eintritt zahlen muss, wenn man dann sagt, man geht da komplett hin und verbietet sich was zu kaufen. Dann brauche ich ja da nicht hingehen, weil es ist ja einfach nur bewusst quälen. Und ich glaube, ich würde, wenn wir tatsächlich auf eine Messe gehen, würde ich mir entweder ein Budget stecken oder vielleicht ein Projekt raussuchen, wo ich sage, ich möchte für dieses Projekt Wolle dort kaufen. Und die gekaufte Wolle würde aber auch nicht in die Stash Challenge zählen. Aber es soll auch, bisher ist auch nur ein Messenbesuch geplant oder wir reden darüber. Aber auch da gilt, sowas soll nicht als Schlupfloch bewusst genutzt werden, sondern ich möchte mir einfach die Möglichkeit offen halten, dass ich mir das erlaube, wenn es dazu kommt, um mir einfach nicht die ganze Aktion unnötig schwer zu machen und ja, unnötig gemein zu mir zu sein. Aber mir ist es halt eben auch wichtig, dass ich einfach konsequent bei all diesen Aktionen bin, weil ich sehe ja, was die Vorteile sind. Ich habe mir da ja Gedanken drüber gemacht, was ich mir davon erhoffe oder was ziemlich sicher ein Vorteil sein wird. Und das möchte ich ja auch erreichen. Und ich möchte ja auch stolz auf mich sein. Und bisher bin ich ja noch ganz motiviert. Das ist meistens so, wenn man mit einem neuen Vorhaben anfängt und dann irgendwann reißt es ein. Ich glaube, wenn wir da ehrlich sind mit uns allen, das ist so der gewöhnliche Verlauf, dass man irgendwann ja, nachsichtig wird. Und ich habe mir da Gedanken gemacht, wie ich das auch umgehen könnte und habe mir überlegt, dass ich meine Vorhaben in einer Art Videotagebuch begleiten möchte. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, als ich aktiv an meinen UFOs gearbeitet habe, habe ich schon immer so ein bisschen mitgefilmt und ja einfach auch mal die Projekte ein bisschen mehr in der Kamera gezeigt oder auch meine Gedanken dazu festgehalten. Und ja, ich glaube, da wird es einfach nochmal separat ein Videotagebuch zu geben, weil ich natürlich euch mitnehmen kann bei diesem großen Vorhaben und somit auch so ein bisschen Druck für mich erzeuge, beziehungsweise so einen Schaffenszwang. Und ich glaube, ja, ich habe einen Vorteil dadurch, dass ich euch jetzt von meinen Vorhaben erzählt habe, weil ich möchte euch ja, euch und vor allem mir zeigen, dass ich das schaffen kann. Und ja, ich bin gespannt, wie es dieses Jahr so läuft. Wie gesagt, jetzt bin ich noch motiviert, aber mal schauen, wie es dann zum Beispiel Ende des Monats ausschaut, wenn ich in der Klausurenphase stecke. Aber ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo soll ich weitermachen. Das war es tatsächlich für dieses Video erstmal. Ich muss selber nochmal alles sacken lassen, was ich hier jetzt vorhabe. Wenn du dich mit mir austauschen möchtest, super gerne. Du kannst auch gerne mitmachen. Ich habe da kein Problem damit. Wir können es auch vielleicht zusammen in der Gruppe machen. Vielleicht fällt es uns dann auch einfacher, unsere Ziele zu erreichen. Und wenn du irgendwelche Gedanken zu dem Video hast, sei es, was du für Vorteile siehst oder warum für dich solche Aktionen nicht in Frage kommen, schreib es einfach gerne in die Infobox. Ich liebe es, mich auszutauschen, auch einfach mal nochmal neue Eindrücke und Meinungen zu bekommen, weil häufig ist man einfach total festgefahren in seinen Vorstellungen und sieht manche Sachen auch gar nicht und kommt da auch nicht auf die Idee. Deswegen, ich bin immer glücklich über neuen Input und ja, dann wünsche ich dir eine super schöne Zeit bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Stricken, Häkeln, Backen, was auch immer du machst und ja, lass es dir einfach gut gehen und bis bald!